So, hallo und herzlich willkommen zu SkyWise Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir ja wollen machen, dass wir von hier ein bisschen fortkommen. Haben wir gesagt. Und dann nehmen wir jetzt mal alles mit. Boot haben wir gemacht, gut. Und düsen ein bisschen wärmere Gefilde. Aha, Wüste. Fast, fast. Ein bisschen Zuckerrohr haben wir hier noch. Können wir auch gerade mitnehmen. Sand brauchen wir weg, wie auch schon gesagt, jenste. Können wir mal ein bisschen abbauen. Platz wird langsam knapp. Schaufel kaputt. Letzte Mal machen wir auch noch. So. Gehen wir weiter. Gerne ein bisschen Berge. Ha, weiss haben wir noch. Nö, kein Platz mehr. Ja, jetzt kommen wir mal Bäume. Aber ich vermisse ein bisschen Berge. Ja, Kühe, sehr gut. Davon brauchen wir ein bisschen Fleisch. Ah, Schnee, wir hätten ja noch Schneebau, den wir fortrühren können. Niemand rum. Ha.
Ja, der macht halt nicht viel Schaden. Ist jetzt die Henne? Fünfzehn, ja, das reicht das Zeitli. Da brauchen wir natürlich noch, ich will den Grasreifen anbauen. Da jetzt rosa. Erklärt noch mal die Farbe. Schweinli. So, aber hier schlagen wir auch noch nicht unser Lager auf. Ich brauche zwar eine grosse Fläche zum Jagen in der Nacht, aber gefällt mir noch nicht so die Gegend. Rot haben wir genug. Nein, er wirklich. Macht das. Ja, er braucht den eigenen. Braucht den eigenen Platz hier. Bis essen. Für das Boot. Da ist schon ein bisschen bergiger. Ui. Insel. Das ist ein Lehm, he? Das wird gut gebraucht, wenn man das Ziegel raus. Wir haben noch nichts gefunden, zum da bleiben. Ah, da ist doch. Ja, da sieht schon mal nicht schlecht aus. Mal schauen, was dahinter kommt.
Dann gehen wir schnell schlafen. Nicht sehr effizient, was ich da gerade mache. So, oh, schon Skelett. Ja, da müsste eigentlich niemand reinkommen. Können wir wahrscheinlich dann wieder nicht schlafen, wenn es nein, Lux ist gegangen. Glück gehabt. Gut. Wir raus wieder mit. Dann lassen wir hier. Ja, und schon wieder Wasser. Dort ein Sumpfecht. Mal schauen. Was ich unbedingt haben so finden, ist es ein Dschungelbiom. Der letzte Survival-Welt, den ich gespielt habe, da habe ich ewig und ewig kein Dschungelbiom gefunden. Ja, jetzt kommen die Berge, das ist doch gut. Mal schauen, was hier steht. Sieht super aus mit den Sonnenstrahlen. Ja, fast ein bisschen zu bergig. Sieht zwar nicht schlecht aus. Ein bisschen Sumpf. Sieht auf der anderen Seite aus. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, da gefällt es mir. Ich glaube, wir lassen uns hier nieder. Ja, Wald brauchen wir auch. Ja. Da gefällt es mir. Ich glaube, wir lassen es hier nieder. Jetzt war es schon recht viel Wasser rundherum. Mal da rauf schauen. Schon wieder Wasser. Das ist eine riesige Inselwelt hier. Ist einfach grosse Insel. Also ich bräuchte schon einiges an Land. Das Dorf in der Nähe wäre auch nicht schlecht.
Bist du schon wieder fertig? Ja, es geht schon weiter. Schöne Bucht. So, aber ein bisschen weiter wette ich, also schon gesehen. Machen wir auf 13. Das ist ein bisschen steinige Gegend. Gehen wir drüber. Zu sehr hügelig, sehr hügelig. Ich habe nie mein Heim in so einer stark hügeligen Gegend gemacht. Können wir mal probieren. Vielleicht ist ja das etwas. Ob ich das kann. Ob da etwas Gescheites rauskommt. Schon wieder nichts gegeben. Haben wir noch? Ja, müssen wir aber noch kochen. Ja, probieren wir es doch einfach. Wo wollen wir? Mit deinen. Wieder mal einen Überblick haben. Ja, machen wir. Auf dem hier zentralen Haus. Ja, da ist gut. Genau auf dem Hügel. Es wird zwar am Schluss nicht viel von dem Hügel übrig bleiben. Birke. Nehmen wir die auch gerade weg.
Oh. Schon voll. Ja. Höchste Zeit fürs Haus. Schaufel haben wir natürlich auch keine mehr. Ich glaube, wir machen mal temporär so einen Hochsitz oder Hochbett. Gut, gut, sagt schon. Ja. Gut. So, die Höhe ist glaube nicht schlecht. Dann stellen wir da einfach mal unsere Kisten hin. Und das Crafting Table. Ein bisschen Erde mal zum Anfang. So. Dann haben wir noch viel Erde. Und den Rest einsammeln. Haben. Wir müssen schon einen Aufgang machen. Geht da nicht weit. Ein bisschen Licht. Das ist auch nochmal temporär. Das ist unser Aufgang. So. Das sehen wir ihn. Der muss natürlich auch noch bis ganz runter gehen. So, Aufgang ist da, gut markiert. So, das Bett wollen wir noch haben und eigentlich ein Haus. Das Haus können wir temporär, machen wir das aus. Was wollen wir das machen? Gesärten. Machen wir es aus Holz. Aus Holz. Einlagern. Brauchen wir noch nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Aber das hier muss ein bisschen brutzeln. Das brauchen wir jetzt gerade. Türen brauchen wir auch gleich. Viel brauchen wir noch, je einste. Holz brauchen wir auch. Zu welchem Holz machen wir es? Spruß, welches ist das? Also mit dem Namen habe ich es nicht so. Das geht nicht in meinen Kopf. Theorie. Spruß, Oak. Oak ist Eiche, glaube ich. Also. Ja. Schleppen wir mal noch ein bisschen Holz. Oh.
Kein Werkzeug mehr, klar. Die haben wir noch, die stehen da drin. Wir brauchen eine Schaufel. Und Bieli. Bar. Dann machen wir eine Schaufel mehr. Und ein Pickel. Oh, müssen wir ein Zeitchen länger. Schmeißen wir alles rein. Das machen wir später. Oh, haben wir glaube ich jetzt. Wir haben glaube ich glaub, nicht mehr viel zum Essen. Das Fleisch ist, muss noch brutzeln. Da machen wir ein bisschen Holz rein. So. Holz hacken. Baum. Doch nicht allzu groß. Nein, Ufer habe ich welle. Biel ist schon weg. Haben wir noch Birke. Oh, sind wir da nicht bei uns? Ah ja, ist ja dort hin. So, haben wir alle. Ja, das sieht also schon sehr dicht aus. Da ist noch ein anderer Baum. Plus noch ein bisschen mehr. So, machen wir ein kleines Häuschen.
Wo ist der Eingang? Ja, da müsste ich gehen. Fenster brauchen wir auch noch. Grosse, ja. Irgendwo haben wir noch Türen gehabt. Bett. Türen. Ah, das ist blöd zum Aufgehen. Machen Sie noch eins mehr rechts. So, der Haufen Licht, dass nichts spawnt in der Nacht. So, mal schlafen. Jeweils zwei, ich glaube, machen es zwei breit hier. Die Raumhöhe ist, glaube ich, gut. So hätten wir das erste Häuschen schon fast. So, dass es nicht reinregnet. Tipptopp. Licht haben wir auch. Das pflanzen wir noch ein bisschen in die Höhe. Da haben wir noch einen gebraucht. So, zwei breit. Gut, sehr gut. Türen brauchen wir gerade nicht. Erde brauche ich immer, Holz brauchen wir nicht zum Bauen. Genau, Samen müssen wir ansehen, für das brauchen wir die. Den Rest können wir so lassen. Die Türen wollte ich noch ein bisschen besser machen. Da muss man Gump zum Reingehen, das ist nicht so gut. Machen wir sie hier. So, ganz einfach. So, von außen muss das natürlich auch noch ein bisschen beleuchtet sein. Da. Das muss ich danach finden. Sand haben wir ja. Sand haben wir. Hier kann ich noch wählen. Farbige Zement machen oder Beton, das
Braucht jetzt, glaube ich, noch ein Zeitchen, bis wir so weit sind. Also müssen wir machen ein Weizenfeld. Machen wir aber gerade ein richtiges, so wie ich es gerne hätte. Das können wir, machen wir hier unten. So. Und nebendran. Das können wir direkt am See machen, hier. Also am Fluss. Die eine Seite, nein, dann müssen wir da auch kommen. Ja, machen wir es doch im Land hin. Also, für Weizenfeld muss man das Zeugs weg tun. So. Das steht da noch. Ah. So. Das löst sich da auf. Da könnte ich knapp Platz haben. Ah, keine Erde mehr. Da müssen wir eh noch ein bisschen abbauen. Hier. So. Gut. Machen wir es so noch ein bisschen weiter. So, der ist das 8 lang. Haben wir gerade ab hier? Nein, da kommt der Gartenhag. Das. Das Wasser. Gartenhag nochmal Wasser, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es gibt so viele verschiedene In-Game-Minecraft-Musik. Ich glaube, das kommt viel zu wenig. Eine ist am Morgen, eine ist zu oben. Es ist dunkel, man hört noch fast nichts. Ich kann sehen, dass ich sie jetzt auch noch etwas zu laut eingestellt habe. Gegenüber dem Mikrofon. Hinüber. So, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, so wie geht's. Dann muss da wieder ein Wassergraben rein.
So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, sieht gut aus. Für das Wasser bräuchten wir jetzt eben Eisen für einen Kübel. Nehmen wir das ganz weg, ist ein bisschen zu gross. Nehmen wir da noch ein paar zwei weg. So, die Sonne ist am Untergehen. Dann machen wir das nächste Mal am Weizenfeld weiter. Das heisst, wir müssen zuerst Eisen haben. Sonst lohnt sich das nicht. Das Essen haben wir noch. Ah, wir müssen global bröteln. Ja, das reicht noch ein bisschen. Das könnte vielleicht knapp länger, bis wir den Weizen haben. Glas, wir können noch ein bisschen Glas machen. Da können wir den Pfeister auch gerade machen. So. Dann gehen wir schlafen und dann die Folge beenden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.